Hi, ich bin Madeleine und ich erzähle euch jetzt was zum neuen Avengers-Film. Es gab diese Idee. Und zwar haben wir gemerkt, dass es einige Fragen noch gibt. Wer sind diese Helden? In welchen Filmen sind sie schon aufgetaucht? Wer kommt neu dazu? Und ich dachte, ich erzähle einfach mal, was ich weiß. Ich bin auch großer Fan, wie man vielleicht sieht. Und auch total unparteiisch, natürlich. Cap Forever. Und ja, gehen wir mal die Helden durch und dann schauen wir mal, was ich euch dazu noch erzählen kann. Gib auf. Letzte Warnung. Kann den ganzen Tag so weitergehen. Dann fangen wir direkt mal mit dem Cap an. Natürlich mein Favorite. Einige finden ihn ja ein bisschen zu cheesy, ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich viel dazu erklären muss. Steven Rogers ist sein richtiger Name. Früher ein kleiner Hänfling. Dann wurde er bei einem Experiment zu einem richtig starken Muskelmann gemacht. Das Experiment konnte komischerweise nicht wiederholt werden. Er ist auch so ein bisschen, wie man am Trailer auch direkt sieht, wo er dann als erstes losrennt oder in der Mitte steht, der Anführer der Avengers. Völlig zu Recht. Er hat, glaube ich, von den Helden den stärksten moralischen Kompass. Und das macht so ein bisschen seinen Charakter aus. Einige sagen, das macht ihn auch langweilig. Ansichtssache. Ich war ja ein bisschen enttäuscht, dass Captain America's Sweetheart, nämlich Sharon Carter, die Nichte von seiner früheren Geliebten, Peggy Carter, was heißt Geliebte, sie waren nie zusammen, aber sie wollten gerne miteinander zusammen sein, nicht im Trailer auftaucht. Ich hoffe, der Cap kriegt auch mal ein bisschen Action. Weiter geht's mit dem Bösewicht. Thanos. Gespielt wird er von Josh Brolin. Er taucht immer wieder auf, ist auch in diesen Extraszenen am Ende der Marvel-Filme immer wieder thematisiert worden als Oberbösewicht. Am meisten hat man ihn ja gesehen in Guardians of the Galaxy am meisten, wo er auch den sogenannten Vater von Gamora spielt. Er macht einen Farbwechsel durch, das finde ich ein bisschen merkwürdig. Vielleicht gibt es da auch eine Geschichte dazu. Ja, mal sehen, vielleicht wird Thanos jetzt irgendwie zum Guten. Vielleicht kommt daher auch der Farbwandel von lila zu pink. Wer weiß. Dann kommen wir mal zu Gamora. Ich muss sagen, eigentlich meine lieblingsweibliche Heldin im ganzen Marvel-Universum. Denn sie ist tough, sie ist cool, sie steht nicht so auf diesen ganzen Gefühlsscheiß, auch wenn natürlich der Star-Lord alles versucht, um sie regelmäßig zu bezirzen. Ich hatte schon Thanos erwähnt, der sie praktisch ihrer echten Familie geraubt hat, beziehungsweise ihre echte Familie umgebracht hat und sie dann als Tochter aufgenommen hat und sie zu einer Superkriegerin ausgebildet hat. Und vielleicht bekommt sie ihren Wunsch jetzt auch endlich erfüllt, ihre Rache zu nehmen. Let's talk about this plan of yours. I think it's good, except it sucks. So let me do the plan, and that way it might be really good. Weiter geht's mit Chris Pratt, aka Star-Lord, aka Peter Quill. Das ist auch so eine Sache, die ich mich gefragt habe. Nämlich, er heißt Peter Quill, und dann haben wir natürlich noch Peter Parker, den Spider-Man. Verwechseln sie sich dann nicht immer, wenn einer Peter ruft, und dann kommen beide angerauscht oder so? Mit dem Dr. Strange und natürlich mit dem Cap gibt es ja dasselbe Problem, Steven bzw. Steve. Aber ich schweife vom Thema ab, und zwar der Star-Lord tritt auf. Meine Lieblingsszene in dem einen Trailer war ja, dass er einen kleinen Showdown hat mit Iron Man. Beide sind so ein bisschen snarky, sagt man ja. Chris Pratt mag ich ziemlich gerne, ein super Schauspieler, auch ziemlich witzig. Und ich freue mich richtig darauf, wie er mit allen interagieren wird. Er ist ja eigentlich ein Erdling, beziehungsweise ein Halberdling. Seine Mutter kam von der Erde. Dann wurde er entführt, nachdem seine Mutter an Krebs gestorben ist. Kam zu den sogenannten Ravagern, die praktisch für Geld alle möglichen Aufträge ausführen. Und fand dann heraus, dass sein Vater ein, fast schon ein Gott ist, aber ein ziemlich böser Gott, den er dann am Ende besiegt hat. Tony Stark wird zu Iron Man. Ich glaube, das sind so richtige Männerfilme. Die waren auch unglaublich erfolgreich, als sie rausgekommen sind. Das hat mich damals gar nicht interessiert. Einfach so viel, das hätte auch Transformers sein können. Ich hätte es genauso ungern geguckt. Ich mag Tony Stark auch nicht so richtig. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich eher halt Team Cap bin und nicht Team Iron Man. Die sind ja ein bisschen immer ein bisschen in verschiedenen Ecken gewesen, haben sich ein bisschen bekriegt. Man weiß auch nicht so richtig, der letzte Captain America hat ja damit geendet, dass einige unserer Stars eingesperrt waren auf einer Gefängnisinsel und man wusste nicht so richtig, wie kommen die jetzt da eigentlich raus. Damit müsste ja der neue Film dann eigentlich anfangen. Seine Freundin, Langzeitfreundin Pepper Potts kam jetzt nicht im Trailer vor. Ich bin gespannt, ob Iron Man noch mal jemanden abkriegt. Ich meine, er ist auch so doof, den will ja auch gar keiner haben. We'll be right back.
Kommen wir zu Natascha Romanoff, aka Black Widow, aka Scarlett Johansson. Auf die ich immer ein bisschen eifersüchtig bin, weil sie ja den Hulk bzw. Mark Ruffalo an ihrer Seite hat. Man weiß auch nicht so richtig, ob sie jetzt zusammen sind oder nicht. Ich meine, er ist auch abgehauen zwischendurch. Vielleicht wird es auch fortgeführt, ich würde es mir auch wünschen. Black Widow, ihre Vergangenheit ist ziemlich schlimm. Man kriegt auch immer nur so ein paar Ausschnitte davon mit. Auch in Captain America Civil War übrigens, wenn es euch interessiert. Sie wurde in einem Heim ausgebildet zur Superspionin, Agentin, was auch immer. Ist dann zur richtigen Seite gewechselt, beziehungsweise ist zu S.H.I.E.L.D. gewechselt. Zusammen mit Clint Barton, der ja jetzt nicht mehr auftauchen wird. Zumindest nach dem, was man gesehen hat. Sie hat jetzt blonde Haare. Offensichtlich. Von rot zu braun zu blond. Gefällt's euch besser? Wer zur Hölle seid ihr denn? So, Thor. Der hat natürlich, oder Thor, ich sag einfach mal Thor, hat ja auch schon 2 eigene Filme auf dem Buckel. 3 eigene Filme. Sorry, 3. Die ersten beiden sind nicht auf so viel Begeisterung gestoßen, weil sie einfach als sehr langweilig empfunden wurden, weil Thor auch nie einen Sinn für Humor bzw. irgendwie nie so richtig lustig war. Im dritten hat er ziemlich viel über sich gelacht und da kamen natürlich noch ein paar andere Helden dazu. Ich glaube, sein Problem war auch so ein bisschen bislang, dass er mit den langen Haaren immer ein bisschen langweilig aussah. Ein schwieriges Verhältnis zu seinem Bruder, der ja eigentlich sein Adoptivbruder ist, Loki. Und seine Freundin, da hat er uns ja erzählt im vorletzten Film, dass ihre Beziehung auf Eis ist, also Natalie Portman. Aber vielleicht, wer weiß, taucht sie wieder auf. Überraschung! Das wird ein Riesenspaß. Loki. Man weiß es nicht genau. Ist er jetzt gut, ist er böse? Er hat ja Thor auch mehrmals veräppelt und ihn mehrmals hintergangen. Deswegen haben sie jetzt ein bisschen Vertrauensprobleme. Ich bin gespannt, ob er vielleicht versucht, sich Thanos anzunähern. Aber Loki ist natürlich einfach nur geil. Und egal, ob er gut oder böse ist, man liebt ihn einfach. Wir kennen uns! Kommen wir zu Bruce Banner, der sich in den Hulk verwandelt. Ich glaube, jeder, auch der niemals Comics oder Filme gesehen hat, weiß, der Hulk entsteht, wenn Bruce Banner wütend wird. Und das tut er auch weiterhin. Er war ja eine Zeit lang ein bisschen verschollen, bis ihn dann Thor wiedergefunden hat. Und das ist einfach mega cool, dass er wieder da ist, weil er ist immer so ein bisschen so ein Ruhepol in den Filmen und bringt alle anderen ein bisschen zu Verstand und ist einfach durch seine Verwirrtheit oder seine Überfordertheit immer mega witzig. Zumindest Mark Ruffalo hatte als Hulk bislang keinen eigenen Film. Es gibt 2 Hulk-Filme aus jüngerer Zeit. Den ersten fand ich ganz gut, den zweiten nicht so. Da wurde der Hulk von Edward Norton gespielt, der auch seine gute Sache gemacht hat. Aber interessant, dass sie ihn gewechselt haben. Dr. Strange. Sie glauben, Sie wüssten, wie die Welt funktioniert. So, Dr. Strange. Ehrlich gesagt, der Charakter, dessen Superkräfte ich nie so richtig verstanden habe. Was er eigentlich kann. Ist er nicht zu mächtig? Kann er zu viel? Gespielt von Benedict Cumberbatch. Ich muss auch zugeben, ich habe Dr. Strange so ein bisschen im Halbschlaf geguckt, weil es irgendwie so der Marvel-Film ist, der mich nicht so richtig interessiert. Hab aber mitbekommen, dass er seine Kräfte von Mönchen erlernt hat oder einem Mönch im tibetischen Hochland. Man weiß nicht so richtig viel über ihn, außer dass er früher ein ziemlich arroganter Arzt war, jetzt eben Superkräfte hat. Erklärt mir gerne, woraus sie genau bestehen und warum man nicht einfach alle Bösen direkt aus dem Weg schafft. Ich bin gespannt, wie er in das Ganze reinpasst. Schon bald werdet ihr erfahren, wie es ist zu verlieren. Fest daran zu glauben, im Recht zu sein und trotzdem zu scheitern. Kommen wir zu Spider-Man, Peter Parker, der von Tom Holland gespielt wird. Ihr denkt vielleicht, dass er erst 16 ist, was er eigentlich auch sein soll. Er geht ja noch zur Schule. Aber tatsächlich ist er Baujahr 96, das heißt, er ist 21. Mindestens jetzt. Ich finde es ja persönlich schade, dass Andrew Garfield nicht übernommen wurde für die Avengers-Filme und eben neuer Schauspieler genommen wurde. Tom Holland hatte ja jetzt erst einen eigenen Spider-Man-Film, deswegen macht es auch gar nicht so Sinn, über die anderen zu erzählen, weil deren Handlung wird ja auch total missachtet. Da geht es ein bisschen um sein Coming of Age, wie wächst er in seine Rolle rein,
Wie behandelt ihn sein großes Vorbild Iron Man, der ja so ein bisschen auch jetzt sein Ziehvater ist und ja auch ein Auge auf seine Tante geworfen hat. Homecoming heißt das Ding und ich fand's eigentlich ganz nettes Unterhaltungskino. Er ist relativ witzig, das hat man ja schon beim dritten Captain America gesehen und ich hoffe, er bringt einfach dieselbe Leichtigkeit mit in den Avengers-Film. Chadwick Boseman, aka Black Panther, sein richtiger Name ist T'Challa. Er kommt natürlich aus dem Black Panther-Film, nachdem er ja schon mal in Avengers aufgetaucht ist. Beziehungsweise, nein, nicht in Avengers ist er aufgetaucht, sondern in Captain America Civil War, wo er nach Bucky sucht, der ja angeblich seinen Vater auf dem Gewissen hat. Ziemlich beeindruckende Kostümierung, finde ich auch. Sieht ziemlich krass aus. In Black Panther muss er ja seinen Titel behaupten, schafft das auch am Ende. Er ist ziemlich gutmütig, glaube ich, und auch relativ weise für sein Alter. Ich bin der Meinung, dass er ziemlich viel in Diskussionen, vor allem mit Iron Man, geraten wird. Aber wir werden sehen. Du musst entscheiden, was für ein König du sein willst. Jetzt kommen wir zu Okoye, die von Danai Gurira gespielt wird. Ich habe mich ja während Black Panther, also sie kommt eigentlich aus dem Black Panther-Universum, ist die Leibwache des Prinzen. Ich habe mich ewig gefragt, woher kennst du dieses Gesicht? Und mit der rasierten Glatze erkennt man die Leute ja auch nicht so richtig wieder. Dann fiel mir auf, oh, hallo Michonne aus Walking Dead. Schön, dich wiederzusehen. Tolle Frau, tolle Schauspielerin. Ich bin sehr gespannt, wie sie ihre Kräfte mit denen der anderen messen kann, denn soweit ich das beurteilen konnte, ist sie ja eigentlich eine ganz gewöhnliche Kämpferin. Eine ziemlich gute, aber hat keine Superkräfte. Und so eine kann doch von Thor einfach mal umgehauen werden. Gut, dass Thor nicht ihr Gegner ist. Der Winter Soldier, das ist der, den ihr da gerade gesehen habt. James Buchanan Barnes ist ja sein eigentlicher Name. Steve Rogers, also der Captain, nennt ihn immer Bucky. Gespielt wird er von Sebastian Stan und ehrlich gesagt, als er im ersten Captain America auftrat, wusste ich gar nicht, dass er so eine große Rolle bekommt später mal. Er wurde ja gefangen von den bösen Hydra-Jungs, die ihn dann eingefroren haben und ihm eine Gehirnwäsche unterzogen haben, woraufhin er dann immer auf einzelne Worte mit aggressiven Handlungen reagiert. Dann wurde er in Wakanda behandelt und jetzt ist er scheinbar geheilt. Tatsächlich im Black Panther am Ende hatte er noch so eine kleine Unterhaltung mit der Schwester von Black Panther, die auch relativ vertraut klang. Vielleicht geht da was. Das wissen natürlich alle hartgesottenen Marvel-Fans, aber ihr müsst natürlich immer bis zum bitteren Ende im Kino bleiben, denn erst dann seht ihr beide Zusatzszenen, die gezeigt werden. Immer. Einer nach dem Auto, einer nach den Credits. Wusstet ihr übrigens, dass es ganz viele Fans gibt, die sich ausmalen, dass Bucky was mit dem Captain America hat? Könnt ihr ja mal googeln. Wir wollten damit etwas Großes erschaffen. Damit wir, wenn nötig, die Schlachten schlagen können. Was mich so ein bisschen überrascht hat, er hat eine menschliche Figur, ein menschliches Aussehen jetzt im Trailer gehabt. In der Stelle, wo er mit Wanda sich unterhält, ist das jetzt nur eine Erscheinung, die er angenommen hat? Kann er das? Oder bekommt er jetzt einen richtigen Körper? Eigentlich ist er ja nur ein Stein mit einer künstlichen Intelligenz dran, wenn man es mal ganz platt sieht. Aufgetaucht ist er im zweiten Avengers-Film, wo er eigentlich böse werden sollte, aber mehr oder weniger gut wurde, weil er nicht wie von Ultron kontrolliert wurde, sondern dann von den Avengers selbst. Und ja, er hat ihn so ein bisschen in den Arsch gerettet dann. Man würde auch denken, dass wenn er den mächtigsten Stein des Universums im Gesicht hat, dass er dann auch viel stärker wäre noch als das, was er kann. So ein paar Strahlen rumschicken daraus, aber irgendwie nutzt er es nicht. Vielleicht offenbart er seine Kraft jetzt im neuen Film. Elizabeth Olsen spielt wieder Wanda Maximoff, die Scarlet Witch. Sie ist im Trailer tatsächlich relativ vertraut mit Vision zu sehen. Er hatte sie ja auch schon mal beschützt bzw. über sie gewacht, als sie von Tony Stark eingesperrt wurde praktisch in einem Zimmer. Sie ist ziemlich stark, kann Gedanken teilweise kontrollieren bzw. Visionen Menschen schicken und sie kann auch um sich schießen mit roten Dingen.
Im zweiten Avengers-Film kam sie zum ersten Mal vor. Da hat sie ihren Bruder verloren in einem tragischen Endkampf. Ich denke aber, mittlerweile ist sie darüber hinweg. Beziehungsweise es wird nicht mehr thematisiert, wie sie damit umgeht. Und ich bin gespannt, was da jetzt mit Vision läuft. Sam Wilson ist der Falcon, der mechanische Flügel hat und damit fliegen kann, aber sonst keine Superkräfte in seinem Körper oder so. Gespielt wird er von Anthony Mackie. Er ist Soldat, wie der Cap. Über den kommt er auch so ein bisschen in diese Avengers-Gruppe rein. Er hatte in einem militärischen Einsatz mit einem Partner einen Unfall, wo sein Partner dann gestorben ist. Und deswegen kann er eigentlich ganz gut sich da einfühlen, wie es ihm geht. Denn der hat ja auch einige Kameraden verloren, beziehungsweise glaubt, den Winter Soldier verloren zu haben. Ich habe mir jetzt im Mund fusselig geredet und habe bestimmt ein paar quatschige Fakten erzählt, die gar keine Fakten sind. Wenn ja, schreibt mir das in die Kommentare und dann kann ich auch noch was lernen. Ich danke euch und habe hoffentlich ein bisschen euch auch was beigebracht. Tschüss! Avengers Infinity War. Wer zur Hölle seid ihr denn?